Das kriegt er nichts. Ja, sehr gut. Wir werden, oder wir dürfen heute für Sie einen Lemkenabend vorstellen. Wir sind eine ethnische Gruppe Lemken, die zu Transkarpatien gehört. Und wir leben am Fluss Usch. Vor vielen, vielen Jahren war hier in Dobrinici im Dorf ein Wirtshaus. Und viele Reisende hielten hier an, haben was gegessen, getrunken, haben gute Nacht verbracht und dann über diese gute Nacht weitererzählt. Daher stammt der Name von unserem Dorf, Gute Nacht. Und wir möchten gerne diesen Ruf der guten Gastgeber hier bestätigen und Ihnen so ein Stück der Geschichte schenken. Wir hoffen, dass es Ihnen ganz gut gefällt heute. Es gibt heute ein uriges transkarpatisches, typisches Essen. Es gibt transkarpatische Musik und es gibt Hochzeit, alte Hochzeitstraditionen. Diese Scheune, die gehörte bis vor 10 Jahren der Kalchose und 5 verschiedene Familien haben dieses Gebäude als Gehalt bekommen.
die Menschen wussten nicht, was sie damit anfangen sollen und haben gesucht, wem sie das weiterverkaufen. Da meine Oma hier ganz in der Nähe wohnt, haben meine deutschen Kollegen gesagt, so, kauf die Scheune. Was mache ich mit der Scheune? Und sagt, wir machen hier ein Zentrum für internationale Begegnungen und ein Museum. Das war damals eine verrückte Idee. Meine Familie, meine Verwandten, meine Nachbarn haben gesagt, ich habe einen Vogel. 10 Jahre sind vergangen, wir haben hart zu kämpfen gehabt, aber ein bisschen hat es uns gelungen, hier das zu machen, was wir uns so vorgestellt haben. Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt und ich bitte Sie rein.